Ich bin Markus, Meister im Garten- und Landschaftsbau. Ich berate für OBI. Und heute zeige ich euch, wie wir einen Kompost anlegen. Heute machen wir es alles auf einmal. Wir haben genug Abfälle da. Selbstverständlich ist auch möglich, einen Kompost im Laufe der Zeit zu füllen. Wir legen einen Kompost an, um unsere Küchen- und Gartenabfälle wieder zu verwerten. Sie zersetzen sich und bilden eine sehr nährstoffreiche Komposterde zum Düngen für unsere Gemüsebeete, Tomaten, Kohl, Salat, aber auch für unsere Zierpflanzen. Der ideale Standort für einen Kompost braucht einen unversiegelten Boden. Einen unversiegelten Boden daher, dass überschüssiges Wasser ablaufen kann und dass Bodenlebewesen von unten eindringen können. Die Bodenlebewesen sind wichtig. Sie sorgen für eine gute Zersetzung unserer Garten- und Küchenabfälle und stellen sicher, dass sich eine gute Komposterde bilden kann. So, hier haben wir unsere perfekte Stelle für unseren Kompost. Regen- und windgeschützt, unversiegelter Boden, hier kommt der Kompost hin. Sobald wir die Stelle für unseren Kompost festgelegt haben, befreien wir die Stelle von Wildwuchs und lockern etwas den Boden auf, damit die Bodenlebewesen besser in unseren Kompost wandern können. Das Entscheidende bei unserem Kompostbehälter ist eine gute Durchlüftung. Selbstverständlich sollte er auch groß genug sein, dass wir alle Abfälle entsorgen können. Wichtig beim Anlegen eines Kompostes ist, dass wir unterschiedliches Material verwenden. Bei der ersten Schicht idealerweise durchlässiges Material, Heckenschnitt oder kleingeschnittenes Astwerk. Hier sehen wir jetzt unsere unterste Schicht, grobes Material, damit überschüssiges Wasser schön ablaufen kann. Anschließend füllen wir unseren Kompost schichtweise, bisschen Rasenschnitt, bisschen Astwerk, bisschen Laub, unsere Küchenabfälle dazwischen und schichten mit unterschiedlichem Material unseren Kompost bis oben auf. Zwischendrin impfen wir unseren Kompost mit frischer Komposterde oder Gartenerde. Dort sind Mikroorganismen schon enthalten, die starten unseren Kompostierungsprozess. Zusätzlich eignet sich Tee- und Kaffeesatz ideal für unseren Kompost. Sie sind ein klasse Wurmfutter. Für eine ordentliche Rotte und Zersetzung unseres Kompostes ist eine ausreichende Feuchtigkeit wichtig. Das heißt, in trockenen Zeiten oder bei Hitzewellen geben wir Wasser dazu. Jedoch sollten wir darauf achten, dass der Kompost nicht zu nass sein darf. Auch dann stoppt die Rotte. Die Feuchtigkeit eines ausgedrückten Schwammes ist ideal. Im letzten Schritt decken wir unseren Kompost mit Laub oder Holzlatten ab, um ihn vor Austrocknung und zu viel Feuchtigkeit zu schützen. Ebenfalls bleibt durch Laub die Temperatur im Kompost konstant. Entscheidend ist, dass wir eine flache Oberkante in unserer Kompostfüllung haben. Wenn wir einen spitzen Hügel haben, geht hier die Temperatur und auch die Feuchtigkeit verloren. Die Temperatur und die Feuchtigkeit benötigen wir für unsere Bodenlebewesen, die verantwortlich sind für die Zersetzung unseres Kompostes.